IHUB-Konferenz 2017. Das interaktive Business-Festival für digitale Mover und Maker. In einzigartiger Atmosphäre zeigen hier Industrie, Start-up-Szene und Forschungseinrichtungen die Möglichkeiten der digitalen Zukunft. In 7 Areas referieren über 200 hochkarätige Sprecher aus der ganzen Welt über die Trends Future Technologies, Transforming Industry und Connected Politics. Künstliche Intelligenz, Blockchain, Internet of Things, digitales Lernen, Robobabys und die zukünftige Architektur des Internets sind nur eine kleine Auswahl der Themen in diesem Jahr. Ebenso vielfältig sind auch die Exponate des Fraunhofer-Verbunds IUK Technologie. Und auch in diesem Jahr sind wir wieder Technologiepartner der Hub Berlin. Das Fraunhofer-Institut für experimentelles Software-Engineering IESE präsentierte die digitalen Dörfer. Die ländlichen Bereiche sind für Deutschland besonders wichtig, weil wir gerade in Deutschland im sogenannten ländlich geprägten Raum 2/3 der Bevölkerung leben haben. Die digitalen Dörfer sind ein Projekt, was wir beim Fraunhofer IESE zusammen mit dem Land Rheinland-Pfalz machen, wo es darum geht, mit Hilfe von digitalen Diensten die ländlichen Räume zu entwickeln und insgesamt attraktiver zu machen. Wir sind konkret in der Umsetzung im Moment bei Nahversorgung und Kommunikation. Und das sind eben genau unsere Hauptanwendungsbereiche. Und wir versuchen eben genau mit digitalen Diensten da einen Ansatz zu schaffen, die Digitalisierung als unterstützendes Mittel auch zu betrachten. Und der besondere Clou ist, dass wenn ich etwas bestelle auf diesem Marktplatz, eben dann Lieferungen in ein System kommen, wo Freiwillige mir das Paket nach Hause bringen können und dann auch so das klassische Schwätzchen an der Türschwelle halten können und darüber dann auch sozial teilhaben können. Das Fraunhofer-Institut für digitale Medientechnologie IDMT realisiert die akustische Qualitätsprüfung und Vorhersage von Wartungsarbeiten für Produktionsanlagen mit Methoden der künstlichen Intelligenz. In der Produktion entstehen Güter und Predictive Maintenance ist in der Produktion deshalb wichtig, eine Qualität zu halten und zu versprechen. In unserem speziellen Fall am Fraunhofer IDMT machen wir Luftschallanalysen. Für die Luftschallanalyse brauche ich Mikrofone, um digitale Signale zu erzeugen, die ich dann mit verschiedenen Verfahren analysieren kann. Eine gewisse Anzahl an Fehlerbildern ist mir vielleicht bekannt in meinem Produktionsprozess oder an meinem Produkt. Das kann ich dem Computer, dem Algorithmus beibringen. Aber vielleicht entsteht ja auch mal ein neues Fehlerbild, über das ich nichts weiß. Und auch das müssen die Algorithmen abdecken können. Also künstliche Intelligenz ist da mit Sicherheit ein ganz großes Thema. Weniger mit Qualitätsprüfung, dafür mehr mit der Ausbildung an und Wartung von Produktionsanlagen beschäftigt sich das Exponat des Fraunhofer Instituts für grafische Datenverarbarbeitung IGD. Machine at Hand ist eine Lösung, mit der wir eigentlich heute in der Ausbildung neue Möglichkeiten geben. Zusammen mit anderen Projektpartnern wurde hier eine Lösung entwickelt, die eben in der Druckereibranche den Drucktechniker ermöglicht, seine Maschine zu öffnen, was heute im normalen Betrieb gar nicht mehr möglich wäre. Echt editiert werden. Das heißt, der Vorteil steckt eigentlich darin, dass ich nicht den Programmierer brauche, der die Lösung dann entwickelt und programmiert, sondern ich brauche den Fachexperten, der sich auf seine Inhalte fokussiert und dementsprechend die Lerninhalte je nach Bedarf am Bildschirm editiert. Und dann erfolgt direkt die Übertragung in die virtuelle Welt oder in die Augmented Reality. Die Digitalisierung lässt sich nicht mehr auf einzelne Schlüsseltechnologien einschränken und umfasst längst alle Lebensbereiche. Ebenso bunt war die Hub in diesem Jahr. Wir freuen uns schon jetzt auf 2019.